Einsatz zu den Vorjahren organisierte die Surgetiner Deutsche Selbstverwaltung die traditionelle Schwabenfest am 4. September. Das Dorffest in Surgetin veranstalten wir seit 8 Jahren in dieser Form. Und das Programm ist ein Kulturprogramm, ein Nationalitätenkulturprogramm. Wir möchten den Gruppen von Cederken eine Möglichkeit geben, damit sie sich hier zeigen können und damit sie auftreten können. Neben den Kulturgruppen aus Surgetin kamen noch Gruppen aus Himers, Großturwel und aus Bavarz an. Das Programm wurde von der bekanntesten Volksmusikgruppe, die österreichische Junge Paldauer, geschlossen. Renate Ulbert hat hinzugefügt, dass für die deutsche Selbstverwaltung ist es sehr wichtig, die Schwabenfest jedes Jahr zu organisieren. Die deutsche Selbstverwaltung von Surgetin legt sehr großen Wert auf dieses Festival, weil wir damit die Jugend auch ansprechen können. Ich glaube, die Kultur, die hier lebt, ist sehr wichtig und sehr wichtig, dass die Jugendlichen das weitertragen. Und ich glaube, so ein Fest, wo auch österreichische Gruppe spielt, wo auch die ungarn-deutsche Kapellen auftreten, ist sehr wichtig, damit wir die Jugend in unsere Kulturpflege einbeziehen können. Man merkt eine Tendenz, dass immer mehr Jugendliche kommen, nicht nur aus Surgetin, sondern auch aus der Gegend. Und es ist immer ein sehr gutes Gefühl, so viele Jugendliche tanzen zu sehen, dass die sich wohlfühlen bei unseren Festen. Und genau das ist das Ziel der Sache. Die Veranstaltung und zusammen zu feiern sind nicht nur für den Veranstalter sehr wichtig, sondern auch für den Gäste. Auf unserer Frage erzählte Barbara Mammel, was für eine Tradition hatten sie in ihrer Familie. Meine Großeltern waren schwäbischer Abstammung, also Ungarndeutsche. Sie haben auch mit uns Schwäbisch gesprochen. Zum Programm zum Beispiel vor dem Sonntagsmittagessen gehört es immer dazu, dass wir die schwäbische Deutsche Stunde am Radio gehört haben. Im Laufe des Abends konnte man auf der Musik des Unterrockkapelle tanzen. Die Musik und der Tanz machten ähnliche Freude, sowohl für den Interessenten als auch für den Musiker. Seit mittlerweile 24 Jahren sind wir unterwegs und an verschiedenen Veranstaltungen, ich kann sagen, in den letzten 10 bis 12 Jahren wurden dann diese Veranstaltungen immer mehr und an immer größeren Veranstaltungen konnten wir für das Publikum musizieren und das ist eine riesengroße Freude. Jetzt wegen der Pandemie hatten wir einige Schwierigkeiten, wie alle Gruppen, alle Musikgruppen oder alle Auftretenden auf den verschiedenen Bühnen. Aber Gott sei Dank kann man jetzt wieder für das Publikum musizieren und ich glaube, das ist für jede Band, für jede Veranstaltung eine riesengroße Freude. Gar nicht mehr nach Haus. Das ist es sicherlich, was wir wollen, meine Damen und Herren.